Die Riesenvorteile sehe ich gerade in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen, gerade im Pflegeheim, wo man mehrere Patienten zu betreuen hat. Da ist dann doch immer mal hier das ein oder andere, wo der Arzt wünschenswert wäre, oder wo Fragen sind. Und da bietet die Möglichkeit dieser Videosprechstunde den Ansatz quasi mit Unterstützung vom Pflegepersonal Dinge zu besprechen. Ich sehe den Patienten und das ist für uns Ärzte gerade sehr, sehr wichtig, dass wir auch wirklich einen klinischen Blick mit hat. Und dank der Datenübertragungsrate sind heutzutage auch hochauflösende Bilder möglich. Das heißt, es sind nicht verpixelte Bilder, die man sieht, sondern schon Live-Bilder und mit sehr, sehr guter Qualität. Und das ist sehr, sehr wichtig dabei. Da sind wir aber auch bei einem Punkt, wo das Ganze an seine Grenzen stößt, denn der Breitbandausbau ist ja gerade ein großes Thema bei uns in der Region. Hier muss einfach ein bisschen mehr und schneller etwas getan werden in der nächsten Zeit, denn es gibt entlegene Orte, die noch nicht so vernetzt sind und die möchten natürlich auch diese Angebote nutzen und die wollen nicht hinten anstehen und deswegen wäre es wünschenswert, dass auf dieser Strecke bald viel getan wird.